Herzlich willkommen zurück vor den Toren Paris in Empire Total War mit Preußen und mit mir, Gaius Julius Caesar. So, wir wollten hier noch die ganzen Dinge mal durchschauen. Eigenschaft erhalten, minus 1 auf Konvertieren, okay. Arbeiter streiken, was? Okay. Was ist eigentlich mit der Armee hier? Die ist stehen geblieben. Das ist perfekt. Perfekt, wunderbar. Ja, hier können wir ja mal eine Poststation bauen, dass es hier mal ein bisschen friedlicher zugeht. Wie viel Geld bringt uns das hier eigentlich? Ah, nicht sehr viel, aber ich glaube, die ganzen Dinge, die man hier bauen kann, sind sinnvoll. Georgien wurde vernichtet. Wer hat das denn erobert? Die Russen haben hier Georgien einfach erobert. Die sollten sich schämen. Hier ist ein Hafen entstanden. Haben wir schon einen Handelshafen in Florida? Anscheinend nicht. Die Frage ist, brauchen wir hier noch einen Handelshafen? Ich meine, wir haben schon so viel... Jawohl, in der neuen Welt haben wir noch nicht so viele Handelshäfen. Bauen wir noch einen Handelshafen. Hier ist die französische Armee. Aber wir werden jetzt erstmal keine Franzosen angreifen. Denn die Armeen verschwinden, wenn wir Paris erobern. So. Bauberichte, Rekrutierungsberichte in Florida, Arbeiteraufstand, das kennen wir alles. Jetzt wird's interessant, wir gehen in die neue, ich sag schon in die neue Welt, in die alte Welt natürlich. Der Spion, der darf mal versuchen, da reinzukommen. Infiltration. Das Schöne ist, man kann ihn trotzdem reinstecken. So, hier sehen wir die Armee. Und jetzt werden wir hier mal die Stadt Paris belagern. Und werden erstmal auf Belagerung fortsetzen bleiben. Und dann werden wir hier mal mit unseren weiteren Einheiten näher rangehen. Und dann gibt es natürlich hier noch die Einheiten. Die sollten auch alle mit rankommen. Ich meine, wenn es da jetzt halt mal einen Aufstand gibt, ist es nicht so schlimm. Aber wichtig ist es jetzt, das zu gewinnen. Von mir aus verbinden wir auch die Einheiten, wenn es geht. Jetzt haben wir hier fast zwei Fullstack-Armeen und sollten das, denke ich, locker schaffen. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht noch groß zelebrieren. Ich denke, wir werden jetzt uns in die wichtige Entscheidungsschlacht stürzen gegen die Franzosen. Und übrigens, ich bemerke gerade, die Schweden haben hier auch schon wieder Moskau von den Russen erobert. Also, ich weiß nicht. Naja, jetzt werden wir die Hauptstadt der Franzosen erobern. Ich denke, das ist relativ klar. Jawohl, ein deutlicher Sieg. Aber wir müssen natürlich auch Paris halten. Oh, habe ich was übersehen? Haben die... Franzosen? Nein! Nein! Nein, 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 nein. Oh Gott, das haben wir echt ein Problem. Wann haben sie denn das erobert? Wir haben doch noch vor kurzem drauf geschaut und man hat es den Barbaresten gehört. Jetzt haben die Franzosen hier Tunis erobert. Deswegen existieren sie noch. Ach, verdammt, noch eins. Ah, so viel zu dem Endsieg. Satz mit X, das war wohl nix. Gut, dann müssen wir irgendwie, ja, was Frieden schließen oder was? Oh mein Gott, ich kann es einfach nicht fassen. So, hier einmal die Armeen wieder verbessern. Ja, die sind natürlich nicht so zufrieden. Können wir die wieder... Ja, ja, die können wir besänftigen. Frankreich ist unser. Was haben wir hier Schönes? Universität, die wird abgerissen. Die hassen uns alle. Ich meine, die Adligen bekommen wir sicherlich unter Kontrolle. Das ist eine katholische Schule, ne? Aber die gibt halt 4% Zufriedenheit. Die wird aber trotzdem mal abgerissen. Das ist noch eine katholische Schule. Ebenfalls abgerissen. Gibt es hier nicht noch eine Poststation? Hier oben, Lustgarten haben wir schon, okay. Ja, jetzt haben wir natürlich... Jetzt haben wir hier... Ich meine... Wie sollten wir hier nach Tunis kommen? Wir müssen erst... Ich meine, wir haben... Okay, wir haben hier eine Flotte... Wir müssten mit einer Armee uns halt nach Süden bewegen und dann müssen wir es schaffen, mit der Flotte, ohne angegriffen zu werden, dorthin zu kommen. Nehmen wir die Armee hier? Ich denke mal nicht, dass in Tunis so die große französische Armee sein wird. Ich meine, wir können es probieren. Ach, verdammt. Genau, hier ist natürlich auch eine feindliche Flotte. Da müssen wir halt nochmal ein bisschen länger laufen. Wir versuchen es einfach mal, weil die Vollstick-Armee hier müssen wir ein bisschen zurückhalten, obwohl ein bisschen könnten wir hier noch reinstecken. Zwei Einheiten, die können noch ruhig dazu. Wie nehmen wir denn die hier? Die hier, die kommen mal noch dazu. So. Ja, hier brennt auch noch alles, hier lichterloh.
Ah, das ist alles minus Zufriedenheit, das ist nicht gut. Wir werden hier auf jeden Fall einen Aufstand haben in der nächsten Runde. Den sollten wir aber besiegen können. So, das heißt, wir müssen uns jetzt natürlich auch hier um die neue Welt noch kümmern, weil die Franzosen noch existieren. Verdammt. Schaffen wir das mit der Armee, die zu besiegen? Ich habe ein bisschen Angst, dass die auch wegmarschieren. Oder dass die Franzosen jetzt das hier erobern wollen. Aber wir können ja hier noch rekrutieren, das ist das Schöne. Zwei Einheiten, ne? Lohnt sich da vielleicht noch Dragoner? Bauen wir noch eine Einheit Dragoner. Koloniale Dragoner, auch nicht schlecht. Hier können wir schon mal Verbesserungen vornehmen. So, tu dies mal dorthin. So, was haben wir hier eigentlich? Katholizismus, das muss leider auch weg. Bauen wir hier einfach mal die neue Kirchenschule, bitte. Weil, genau, hier ist 100% Katholizismus. Oh, und hier kann auch noch eine Stadt entstehen. Quebec hält sich hier tapfer. Sie sind ja immer noch im Krieg mit den Briten. Finde ich sehr schön, so eine kleine Provinz. Jetzt könnte es natürlich hier auch problematisch werden, wenn die Franzosen hier landen möchten. Das ist gefährlich. Das ist alles sehr gefährlich. Aber, ja, ich überlege gerade, ich bin gerade hin und her gerissen. Sollten wir einen Frieden wagen, dann existieren halt die Franzosen immer noch und sie könnten uns jederzeit wieder angreifen. Vielleicht, es wäre glaube ich schon schlauer, die jetzt irgendwie hier im Keim zu ersticken. Ist natürlich auch sehr gefährlich. Ich weiß nicht, ob wir, wie weit kommen wir? Doch, doch, wir müssten hier direkt mit einer Fahrt nach Tunis kommen. Okay, dann machen wir keinen Frieden. Oh, ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Bauen wir hier ein Weingut noch aus. Wie viel Geld machen wir überhaupt? 15.000. Ist in Ordnung. Ich meine, die Hälfte hier ist ja nicht besteuert. Apropos. Ja, das besteuern wir. Neapel. Oh, in zwei Runden gibt es hier eine Stadt. Oder in drei. Ne, dann machen wir lieber drei und haben noch extra Geld. So, Elsass-Lothringen. Ich glaube, hier müssen wir die Steuern weglassen. Ja. Genau. Gut, dann geht's in die nächste Runde. Ich bin gespannt, was die Franzosen machen. Es geht gespannt weiter. Der Krieg ist doch noch nicht so vorbei, wie ich mir das vorgestellt hatte. Jetzt haben sie ganz knapp eben vorher Tunis erobert. Da war die KI mal richtig clever. Weil sie weiß, solange sie noch eine Provinz besitzt in Europa, existiert sie weiter. Sobald alle Provinzen in Europa weg sind, dann gibt es auch keine Kolonien mehr. Dann sind das entweder neu geschaffene Reiche oder Rebellensiedlungen. Hätten die Franzosen noch Quebec gehabt, dann wäre eben, wenn ich jetzt die europäischen Franzosen besiegt hätte, dann wäre Quebec entstanden, sozusagen. Aber es gibt nur wenige Nationen, die da entstehen. Das meiste wird einfach nur so eine Rebellensiedlung werden. Und die Schweden, die stehlen ohne Ende. Die stehlen ohne Ende unsere Technologien. Quebec, Barbaresken. Ah, die Piraten. Ja, die haben wir ganz vergessen. Können wir überhaupt hier nochmal fliehen? Ja. Aber ich glaube, jetzt erwischen sie uns. Ja, jetzt ist es vorbei. Kein Handel mehr. Überraschende Niederlage. Ich meine, es war nur ein Handelsschiff. Gegen zwei Piratenschiffe. Ach, handeln jetzt die Piraten hier? Das glaube ich ja nicht. Aufstände wachsen unglaublich. Mit der Zeit an. So, ja, überfallene Handelsrouten. Handeln Sie in solchen Fällen immer schnell. Militärtechnologien. Das hier bitte als nächstes erforschen. Ja, wir gehen mal einfach die Sachen nach der Reihenfolge durch schnell. Ach, da ist noch eine Stadt entstanden. Schön. Schmiede. Kent rekrutiert in Württemberg. Das ist mir jetzt relativ egal. Eine Rebellion. Och, schaut mal, süß hier. Die Niederländer. Wir haben ja keine Kanonen, das heißt, wir marschieren mal mit voller Stärke hin. Das sind nur Milizen hier. Klarer Sieg. Zack. Kommen wir auch wieder zurück. Jawohl. Wir bauen das aus und damit ist die Rebellion in den Niederlanden Geschichte. So, hier bauen wir eine Poststation bitte noch und hier bauen wir eine Kirchenschule. Oh, und hier bauen wir noch eine Poststation.
Wir machen hier alles voller Poststationen. Wir wollen hier Frieden und Ruhe haben. Wir bauen vielleicht noch ein paar Milizen. Haben wir die Armee eigentlich schon verbessert? Haben wir alles. Genau, ihr sollt nach Süden gehen. So. Eigenschaft erhalten, plus 1 Zufriedenheit, Forderung schreiben Frankreich, Arbeiter streiken Frankreich, ja. Fraktion vernichtet, Dagestan wurde auch von den Russen erobert. Neuer Hafen entsteht, oh, ein neuer Hafen. Ah ja, hier oben brauchen wir auch mal einen Handelshafen, sehr schön. Wenn wir schon mal hier sind, dann wird das auch ausgebaut, diese Provinz. Ja, ja, die Flotte wurde zerstört, das weiß ich leider, wir haben sehr viele Straßen gebaut. Wir haben ein bisschen rekrutiert, wir schauen jetzt mal nach Süden. Die stehen da immer noch, deswegen hier haben wir kein Problem. Die bleiben auch stehen. Oh, die könnten jetzt uns aber hier gefährlich werden. Vielleicht sollten wir mal jetzt angreifen. Im Notfall können wir uns zurückziehen. Jawohl. Sieg! Wir konnten sie hier schon mal ein bisschen... Ah, aber sie könnten uns hier immer noch ärgern. Und zur Gefahr werden, aber... Könnten wir ohne die Kanone hinterherkommen? Ja. Lassen wir mal die Miliz zurückkommen. Ah, nee, wir schaffen es nicht ganz, leider. Egal. Ihr zwei zieht euch mal wieder hier zurück. Hä? Okay, anscheinend geht es doch. Na perfekt, dann haben wir sie doch besiegt. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ihr marschiert da rein. Bauernhof. Ach, hier gibt es sogar Bauernhöfe. Okay. Schön. Gut, ich glaube, dann haben wir hier die wichtigsten Sachen getan. Wir sparen mal ein bisschen Geld. Oder, ah, hier können wir was Neues bauen. Dann bauen wir mal noch eine Werkstatt für Weber. Und fällt mir ein, wieso holen wir uns nicht einfach hier Quebec? Bauen wir, was bauen wir noch? Ah. Ich meine, unsere Armee ist ein bisschen angeschlagen. Und so schlecht, es sind weniger Einheiten, aber so schlecht sind die nicht. Die Frage ist, wie viel rekrutieren die jetzt noch in der kurzen Zeit? Und die sind noch mit niemandem verbündet, oder? Ne, die sind nur im Krieg. Ob wir das schaffen könnten jetzt schon? Ohne die Einheiten noch verbessert zu haben? Weil wir müssten halt dann zwei Runden warten. Ich würde es einfach mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Im schlimmsten Fall müssen wir uns zurückziehen und verlieren die Schlacht. Ohne Beistand, bitte. Schaffen wir wohl noch alleine, hoffentlich. Oh, es ist eine knappe Sache. Aber wir siegen, sehr schön. Die Preußen sind auf dem Vormarsch. Und jetzt haben wir auch Quebec erobert. Unser Kolonialreich in Nordamerika ist wirklich riesig geworden. Sehr gut. Hier müssen wir jetzt aufpassen, aber ich meine, die Steuern bringen eh keinem was. Fraktion wurde vernichtet, Quebec gibt es nicht mehr, damit geht alles noch ein bisschen schneller. Und ich meine, wir haben jetzt auch die Briten hier völlig fast umschlossen. Ach, da fällt mir ein. Ja, hier sind noch die Franzosen. Das ist interessant. Wartet mal, haben wir hier irgendwas gebaut? Ah, ja gut, dort, das will ich ja auch bauen. Kann ich irgendwas wieder wegmachen, was wir gebaut haben? Nee, mir fällt jetzt nichts... Ne, das will ich auch lassen. Vielleicht handeln wir dann nochmal ganz schnell. Oder wartet, ich würde sagen, wir sind ja eh am Ende der Folge angelangt. Dann beenden wir die Folge und ich werde wieder zwischen den Folgen ein bisschen handeln. Das ist ja, denke ich, sonst ein bisschen langweilig, dass ich wieder ein bisschen Geld verdiene, indem ich Technologien verkaufe. Und dann versuchen wir in der nächsten Folge hier wieder die Armee zu verbessern und vielleicht dann hier noch Arkadien zu erobern. Oh, und schaut mal hier, die Briten haben eine starke Armee. Naja. Also dann bis zum nächsten Mal in Empire Total War mit Preußen und mit mir, Gaius Julius Caesar.